Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Ich grüße euch. Ja, das Hexen-Journal ist jetzt komplett fertig. Ich habe noch mal ein bisschen mehr da drin gearbeitet, weil ich da noch Lust zu hatte. Und ich werde das nach diesem Video gleich oder vorher noch in Etsy einstellen, bevor dieses Video hochkommt. So mache ich das. Ich wollte euch das noch zeigen, weil ich mache das immer ganz gerne, weil ich ja auch in dem Shop immer sage, wenn ihr das näher ansehen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf dem Kanal vorbei. Deswegen mache ich noch das Video dazu. So, hier vorne habe ich... Was macht ihr denn da? Er ist da drin. Hier vorne sind... natürlich Zaubertränke drin in diesen drei Flaschen. Hier ist echtes Holz, was man natürlich braucht, um den Zaubertrank ja auch zu brauen. Und es ist hier eingenäht, die drei Signaturen. Und das Ganze hat natürlich auch ein ganz tolles Dingeldangel. Das ist hier aus ganz vielen Federn. Und noch mehr Feder. Und hier ist dann noch Perlen drinne. Und natürlich ist hier auch die Kristallkugel drinne, wo Clara dann ja auch lernen kann zu zaubern. Die Geschichte von Clara ist natürlich dabei und auch der Brief von Mutschi. So, es ist hier so eine Art Kunstleder, was ich hier benutzt habe. Und die Ecken, die haben auch so eine Ecken bekommen, damit das auch nicht ausfranst. Und geöffnet wird das jetzt mit Bändern. Und genau, hier vorne auch mit Bändern. Und dann ist das hier so mit Gummis gemacht, so dass das noch weiter gefüllt werden kann und das dann einfach noch viel Platz ist. Ich habe auch die Knöpfe hier eingenäht, so dass das hoffentlich auch ordentlich stabil ist. Ihr seht schon, also das ist schon pickepacke voll. Ich habe es jetzt so gearbeitet, dass es noch weiter gearbeitet wird. Das ist ja so ein bisschen meins, wie ich die Journals so mache. Ich mache das ja grundsätzlich so, dass es immer noch mal so gedacht ist zum Weitergestalten. Es kommt auch ein dicke Packe, wie heißt das? Picke-Packe. So heißt das. Picke-Packe, großes Paket an Material dabei, damit ihr auch euch da richtig schön auslassen könnt. Und wie ihr seht, hat das hier auch noch richtig Platz, ne? Also ihr könnt da ja noch, kann das ja auch mit den Gummis nachher so zu machen. Also ihr habt da noch Platz drin zu arbeiten. So, hier vorne ist jetzt der Brief von der Mutschi drinne. Wenn euch interessiert, was da drin steht, dann guckt das andere Video, wo ich das gemacht habe, wo ich erst die Geschichte vorlese und dann das Journal vorstelle. So, hier kann man das öffnen, dann ist hier einmal ein Buch drinne. In dem Buch steht, lese dieses Buch von oben nach unten und von unten nach oben, nur so funktioniert das. Und dann sind hier Blätter drin und wie man sieht, muss man hier tatsächlich von oben nach unten und von unten nach oben lesen. Und ich denke mir mal, das geht hier um Zaubersprüche, die was mit Schlangen zu tun hat. Vielleicht ja auch, dass man sich in einer Schlange verwandeln kann. Ja, das könnt ihr ja alles rausbekommen. So, das kommt dann hier wieder rein. Und dann wird das hier geschlossen. Da habe ich so Schmucksteine ran gemacht. Sieht aus wie echte Edelsteine. Das fand ich ganz toll. So, und jetzt habe ich hier auch ganz viel Spitze eingenäht und hier ist mal so ein Stück noch sowas drinne, also das liegt da noch so drinne. Dann sind eben halt jede Menge Blätter, wo ihr auch raufschreiben könnt. Und ich glaube jetzt gerade zu
So, Halloween ist das natürlich eine coole Sache. Vielleicht auch die Gäste, dass die sich da alle eintragen. Und das hier ist mit Magneten dran. Und da sind dann so Karten drinne. Die sind auch von beiden Seiten so gestaltet. Kommen da wieder rein. Und dann geht das mit dem Magnet da rauf. So, hier hatte ich ja dann schon mal Karten so reingelegt, die dann noch weiter gestaltet werden können. Also, dass ihr hier auch noch das habt, um das im Hintergrund zu machen. Oder ihr macht die so nur so rein, wie ihr das gerne mögt. Hier habe ich so einen Spiegel eingearbeitet und hier ist auch noch was drin. Hier sind dann auch noch mal Karten und da habe ich solche Karten genommen und die habe ich dann so gearbeitet. Ne, und damit ihr das auch machen könnt, habe ich euch das Material da reingelegt. So. Also es ist unheimlich viel zu entdecken, auch auf diesen Papieren drauf. Hier ist dann so eine alte Buchseite, eine original alte Buchseite. Die Seiten sind alle, die ich hier so habe, die meisten jedenfalls in Tee getränkt. Dann habe ich noch mit Schablonen gearbeitet. Auch so in der Mitte habe ich wieder einen Spiegel. Und hier kann man sich dann überlegen, was man hier noch so ran macht. So, hier ist ja die erste Hexe drin, die auch dann auch ihre Zutaten da drin hat. Und da fehlt noch das Rezept. Das müsst ihr mal noch schreiben. Hier ist wieder so eine alte Buchseite. Und hier ja wieder eingenäht. Hier habe ich zwei solche Tags reingetan. Hier habe ich so eine Seite, die kann man so aufklappen. Aber es ist da drin auch noch was versteckt. Da drin sind auch noch mal so Karten, die ich denn so bearbeitet habe. Damit ihr einfach auch Beispiel habt, wie ihr das so machen könnt. So, hier ist dann so ein Stück Uganza, was ich da so mit reingelegt habe, was ihr dann auch damit einarbeiten könnt. Also ihr seht, da sind viele Seiten, die ihr könnt auch da sagen, so, ne, ihr wollt das Material für ein anderes Projekt benutzen, das könnt ihr auch. Und dann könnt ihr hier einfach ganz viel reinschreiben auch. Das könnt ihr so machen, wie ihr das gerne möchtet. So, das fand ich jetzt auch toll, ne, was das so auf sich hat. Das muss, denke ich, muss klar herausfinden. Stehen da ganz, ganz viele Namen drauf. Das fand ich ganz spannend. Es ist eine Originalbuchseite aus einem Buch von, ach, ich habe das schon weggepackt, von wann waren die Bücher, Schatze? Von 1884 oder so. 1884, das ist eine Originalseite aus einem Buch von 1884. Ist das nicht spannend? Wer weiß, was sich da drin verbirgt. So, hier sind dann auch schon mal was eingesetzt. Hier habe ich auch noch mal original alte Buchseiten drin. Die habe ich mal so gestaltet. Mal so Beispiel, dass ihr gucken könnt, wie ihr das vielleicht auch gestalten möchtet. So, hier ist auch wieder, hier habe ich auch noch mal so eine alte Seite, auf alt gemacht. Die ist auch schon ganz zerknittert. Und hier hinten, also ich gehe mal davon aus, dass es auch irgendwie um so ein Geheimnis handelt, was man erst entziffern muss. Also es ist sehr, sehr spannend, dieses Buch. Ja, hier war ja der Umschlag mit diesen Klammern rangemacht. Und in diesem Umschlag befinden sich ganz viele Karten. Ich denke mir, dass man die wahrscheinlich legen muss, um dann irgendwie was rauszubekommen oder wahrzusagen. So, was kommt denn hier so ran? Das ist die
Seite. Klammer. So, und auch verschiedene Bordüren habe ich reingenäht. Und auch hier wieder der Spiegel. Und ich fand auch das, habe ich noch so raufgesetzt mit den Wolken. Und also ich finde, das einfach sieht richtig toll aus. Hier ist ja die zweite Hexe. Auch die hat wieder ihre Geheimzutaten. Und sie hat aber auch das passende Rezept dazu, wie dieser Zauber ausgeführt wird. Das ist dann auch gleich dabei. So, hier habe ich noch was und das ist auch schon ganz alt. Goldene Klassiker Bibliothek. Was es damit auf sich hat, ich denke mir mal, dass auch da so einige vielleicht Hexer waren und man das gar nicht wusste. Wahrscheinlich kann man das hier rausfinden. Das, wie gesagt, ist keine Kopie, das ist ein Original und das ist auch schon ganz, ganz alt. So, hier habe ich dann auch noch mal was eingearbeitet. Hier ist dann noch so ein Medaillon herangemacht. Hier ist noch so eine Sternkarte drin. Ja, die Eule, die ist natürlich auch mal ganz wichtig, die begleitet auch das Buch sehr. Hier habe ich schon mal ein bisschen Material reingelegt, wo ihr dann gucken könnt, ob ihr euch das hier so alles einarbeitet. Also es ist auch richtig viel, was hier drin ist. Und dann kommt ja das Pickepacke-Haufen hier auch noch dazu. Pickepacke. Ja. So, und hier habe ich auch mal so gestaltet und hier sind auch wieder zwei Tags drin. Und jetzt kommt schon die dritte Signatur. Hier ist wieder die Eule, eine alte originale Buchseiten. Und auch hier befinden sich alte originale Buchseiten, hier auch. Und auch hier sind wieder zwei Tags drin. Und ihr könnt auch immer auf den Rückseiten von den Tags noch schreiben. Ganz viele Seiten noch, um Zaubersprüche reinzuschreiben. So, und hier habe ich auch noch mal was gestaltet und hier sind auch wieder diese Karten, die von vorne und hinten gestaltet sind. Da sind noch mehr drin, also jede Menge. Hier habe ich ein paar Federn reingetan, die noch mit verwendet werden können. Ja, und das fand ich auch richtig, richtig toll. Sieht einfach total schön aus. Book of Shadow steht hier. Also richtig, richtig toll. Ja, und hier habe ich so eine Karte ja gemacht, wo auch die Zutaten hinten drin sind. Auch das Material, um weitere so eine Karten zu machen, ist mit in dem Haufen drin, der dazugehört. Oder den ich dazu gebe. Hier kann man das so aufmachen. Und hier ist noch ein bisschen schwarze Spitze drin. Hier sind noch zwei Tags drin, die noch richtig als Tags gearbeitet werden können. Hier ist noch ein Umschlag und in dem Umschlag sind auch noch wieder so Kräuterkunde drin, dass ihr wisst, was ihr da so als Kräuter sammeln könnt.
was sie auf alle Fälle braucht oder beziehungsweise Clara ja braucht. Die soll das ja herausfinden. Und ihr seht schon, wie alt dieses Buch schon ist. Die Seiten sind schon ganz verranzt an der Seite. Hier ist auch wieder so eine Zutat. So, und jetzt kommen wir schon zum Ende von dem Buch. Und hier kann man das auch nochmal aufmachen. Und hier steht dann auch nochmal so Wissenswertes drinne, was ihr so braucht oder Clara braucht, um das Hexen zu lernen. Ja, das war mein neues Hexenbuch. Ja, da habe ich jetzt auch wirklich tatsächlich etwas länger dran gesessen. Es ist viel Arbeit, was da drin ist. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, wenn jemand sich das gerne nach Hause holen möchte, es ist schon drin im Etsy-Shop, bevor dieses Video hochgeladen wird. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.